So bitte nicht. Wenn du ein ganzer Kerl bist, der außerdem der beste Partner, Freund und Liebhaber seiner Angebeteten sein möchte, ist dieses Video heute genau das Richtige für dich. Heute lernst du, wie du deine Freundin oder Partnerin glücklich machst. Wir stellen dir 10 Dinge vor, die Frauen an ihren Männern absolut ätzend, grauenhaft und widerlich finden. Allerdings sagen wir es unseren Helden nicht, um keinen unnötigen Streit zu provozieren. Trotzdem finden wir, dass ein moderner Mann, der seine bessere Hälfte glücklich und zufrieden sehen will, darüber unbedingt Bescheid wissen sollte. Lass das in Zukunft also bitte bleiben, wenn deine Traumfrau bei dir bleiben soll. Wenn du noch nicht Teil unserer großartigen Community bist, dann laden wir dich jetzt ein, unseren Kanal zu abonnieren, um zukünftig keine spannenden Videos mehr zu verpassen. Nummer 1. Emotionale Kurzschlusshandlungen und Gefühlsinfernos. Wir Frauen werden die männliche Liebe zu Fußball und Co. wahrscheinlich nie so richtig verstehen. Aber wir sind immer ein klein wenig neidisch, wenn Männer Emotionen zeigen, die wir in anderen Zusammenhängen nie zu Gesicht bekommen. Gewinnt der Lieblingsverein oder Club zum Beispiel oder verliert er haushoch? Wir erkennen den Mann, der da zum emotionalen Vulkan eruptiert, kaum wieder. Und ganz ehrlich, wir verstehen es auch nicht. Dasselbe gilt für typisch männliches Verhalten beim Autofahren, in der Schlange im Supermarkt oder wenn ein elektronisches Gerät nicht sofort das macht, was man von ihm erwartet. Beherrscht euch Männer oder spart euch die großen Gefühle für Momente auf, wo wir Frauen auch davon profitieren. Nummer 2. Kreative Einfälle im Bett nicht ankündigen. Achtung, das ist kein Kavaliersdelikt. So sehr wir kreative Einfälle im Bett auch zu schätzen wissen, Männer müssen diese mit ihrem Partner besprechen. Alles andere ist nicht nur eine Grenzüberschreitung, sondern kann auch im wahrsten Sinne des Wortes ins Auge gehen. Nummer 3. Hör auf, deine Partnerin mit anderen Frauen zu vergleichen, besonders mit deiner Ex. Wir Frauen können vieles, aber Konkurrenz dulden, das können wir nicht. Viele Männer begehen trotzdem immer wieder den Fehler, ihre aktuelle Partnerin mit ihrer oder ihren Ex-Partnern zu vergleichen. Auch ihre Freundinnen oder wildfremde Frauen auf der Straße werden gerne gedankenlos als Vergleichsobjekte herangezogen. Das hört keine Frau gern, schon gar nicht, wenn der Vergleich nicht ausnahmslos zu ihren Gunsten ausfällt. Nummer 4. Niemand ist eine Schlampe. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass Männer nicht jedes ihrer Worte auf die Goldwaage legen, bevor es ihren sexy Mund verlässt. Synonyme für Frauen, die aus der untersten Schublade stammen, wie Schlampe, Bitch, Tussi oder andere wenig schmeichelhafte Bezeichnungen, hört keine Frau gerne. Das gilt auch dann, wenn sie gar nicht damit gemeint ist. So viel Solidarität unter Frauen muss sein. Und so viel Anstand und Höflichkeit erwarten wir von unseren Männern. Nummer 5. Toxische Männlichkeit demonstrieren. Wir haben grundsätzlich nichts gegen ein wildes Tier im Mann, das dann und wann zum Vorschein kommt. Es kommt nur auf die Umstände an. Leider gibt es auch eine ganze Menge an vollkommen veralteten männlichen Verhaltensweisen, die heutzutage einfach nicht mehr tragbar sind. Alles, was den Höhlenmenschen in dir wiederbelebt in Richtung Gewalt, Dominanzgebaren, Mansplaining oder Aggression geht gar nicht. Nummer 6. Hände weg von deinen Kronjuwelen. Wir wissen ja nicht so ganz genau, warum die männlichen Geschlechtsteile immer in den ungünstigsten Momenten um Aufmerksamkeit buhlen. Aber wir wissen eines mit Sicherheit. Es ist niemals ein schöner und erquicklicher Anblick, wenn Männer in aller Öffentlichkeit an ihren besten Stücken herumspielen oder sie zur Ordnung rufen müssen. Und ganz ehrlich, auch daheim auf der Couch können wir auf fragwürdige Show-Einlagen wie diese verzichten. Nummer 7. Was du im Badezimmer treibst, darf ruhig dein Geheimnis bleiben. Liebe Männer, Türen sind zum Schließen da. Wir möchten nicht mit ansehen müssen, was ihr im Badezimmer respektive WC so treibt. Beziehungen bleiben länger frisch und romantisch, wenn ein paar Geheimnisse gewahrt bleiben.
Und weil wir thematisch gerade im Badezimmer sind, warum ihr keine Dusche nehmen könnt, ohne das Bad zu fluten, würde uns bei dieser Gelegenheit auch mal interessieren. Nummer 8. Deine Dickpics never ever. Sie sind ein Fluch des modernen Technologiezeitalters. Jedenfalls hatten unsere Mütter und Großmütter nicht damit zu kämpfen, unanständige Fotos von den besten Stücken ihrer Männer ungefragt aufs Auge gedrückt zu bekommen. Die Handy-Epoche macht es leider möglich, was es aber nicht besser macht. Solange wir euch nicht explizit dazu auffordern, uns mit Fotos von eurem besten Stück zu unterhalten, lasst Nachrichten wie diese einfach bleiben. Schreibt uns stattdessen, wie wundervoll und unwiderstehlich wir sind. Nummer 9. Hör dir ihre Probleme an, aber nimm die Lösung nicht vorweg. Wir Frauen jammern manchmal und manchmal jammern wir auch sehr intensiv über Menschen, Umstände, unsere Arbeit, unsere Freundinnen und vieles mehr. Die Aufgabe des Mannes besteht darin, verständnisvoll zu nicken. Lösen wollen wir das Problem aber selbst. Nummer 10. Ihre Freundinnen sind nicht heiß. Egal wie sie aussehen, egal wie groß deine Bewunderung für sie ist, die Freundinnen deiner Partnerin sind tabu und heiß sind sie erst recht nicht. Unser heutiges Fazit: Denk immer daran, happy wife, happy life. Wenn die Frau an deiner Seite rundum glücklich und zufrieden ist, dann wirst du es auch sein. Du musst dafür weder viel Zeit noch Geld investieren, aber beherzige in Zukunft diese 10 No-Gos, die wir dir in unserem heutigen Video vorgestellt haben. Es ist sicher nicht zu viel verlangt, dass du deine bessere Hälfte nicht ständig dem Vergleich mit anderen Frauen aussetzt, ihre Probleme für sie lösen willst und sie nicht mit anzüglichen Fotos bombardierst. Nutze deine Hände lieber für angenehmere Dinge, als in aller Öffentlichkeit an dir herumzuspielen. Und die Türen im Bad und im WC sind aus gutem Grund erfunden worden. Achte auf deine Wortwahl und benimm dich nach Möglichkeit nicht wie ein Godzilla, nur weil dir gerade etwas gegen den Strich geht. Selbstbeherrschung und Höflichkeit sind keine Eigenschaften, die ausschließlich Frauen vorbehalten sind. Besonderes Fingerspitzengefühl solltest du beim erotischen Nahkampf walten lassen. Und das darfst du gerne wörtlich verstehen. Sprich mit ihr, bevor du etwas Neues ausprobieren möchtest. Lass diese dummen Angewohnheiten in Zukunft einfach bleiben. Dann stehen die Chancen ziemlich gut, dass deine Traumfrau auch an deiner Seite bleibt. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.